auch wenn es mich persönlich bislang nicht betrifft. Aber der 6. Dezember markiert in Thailand einen ganz besonderen Tag, der landesweit als Vatertag gefeiert wird. Anders als in vielen westlichen Ländern hat der Vatertag in Thailand eine tief verwurzelte kulturelle Bedeutung und ist mit einzigartigen Traditionen verbunden. In diesem kurzen Film werfen wir einen Blick auf die Hintergründe und Bräuche, die diesen Tag zu einem bedeutenden Erlebnis für thailändische Familien machen. Und am Schluss des Videos zeigen wir euch noch ein bisschen, wie wir den heutigen Tag begangen haben. Damit hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr zu diesem Vatertagsvideo eingeschaltet habt. Wir nehmen euch ein bisschen mit in die Tradition und auch ein bisschen, was man hier so in Pattaya machen kann, wenn man vielleicht einen schönen Tag verbringen möchte. Wir haben uns das Pabun-Café ausgesucht. Ich denke, der eine oder andere von euch kennt das. Und ansonsten blenden wir euch hier alle Informationen ein. Der Hintergrund des Vatertags in Thailand ist der, dass dieser Tag auf den Geburtstag vom ehemaligen König Bhumibol fällt, der von 1946 bis zu seinem Tod im Jahr 2016 das Land regierte. Der König wird nicht nur als politische Figur, sondern auch als Vater der Nation verehrt. Sein Geburtstag dient als Anlass, um die Bedeutung von Vätern in der Gesellschaft zu betonen und ihre Rolle zu würdigen. Es gibt viele traditionelle Zeremonien am Vatertag. Viele Thailänder begeben sich zu Tempeln, um Gebete für ihre Väter und für den verstorbenen König zu sprechen. Dieser Tag wird auch genutzt, um Wohltätigkeitsveranstaltungen abzuhalten und deren Spenden für wohltätige Zwecke gesammelt werden. In vielen Familien gibt es Familienfeierlichkeiten. Der Vatertag ist eine Gepflogenheit, um Zeit miteinander zu verbringen und die Väter zu ehren. Kinder zeigen ihre Wertschätzung durch handgemachte Geschenke, Gedichte oder kleine Aufmerksamkeiten. Viele Familien organisieren auch gemeinsame Mahlzeiten oder Ausflüge, um die Bindung zwischen den Generationen zu stärken. In städtischen Gebieten finden oft öffentliche Veranstaltungen statt, um den Vatertag zu feiern. Vielleicht in den Touristen-Hotspots nicht so, in der Provinz eher gefeiert mit Paraden, kulturellen Aufführungen, Feuerwerke und sonstige beliebte Aktivitäten, bei denen die Gemeinschaft zusammenkommt, um die Bedeutung von Vätern in der Gesellschaft zu betonen. In der modernen Anpassung, ja, mit der Zeit haben sich einige dieser modernen Traditionen angepasst und auch entsprechend monetisiert. Viele Familien nutzen heutzutage nur noch soziale Medien, um ihre Wertschätzung auszudrücken. Und auch Unternehmen beteiligen sich oft an diese Feierlichkeiten, indem sie spezielle Veranstaltungen anbieten, Sonderangebote machen und vieles weitere in dieser Richtung. Da hat dann natürlich schon so ein bisschen die Tradition verloren, weil es dann wieder in Richtung Kommerz geht. Allerdings, der Vatertag in Thailand ist mehr als nur eine Gelegenheit, um Geschenke auszutauschen. Es ist ein Tag, der dazu dient, die Bedeutung von Vätern in der Familie und in der Gesellschaft zu würdigen. Die thailändische Kultur betont die Bindung zwischen Eltern und Kindern und der Vatertag ist eine Gelegenheit, diese Bindung zu feiern und zu stärken. Inmitten der festlichen Aktivitäten wird auch die Erinnerung an den verehrten König lebendig gehalten. Ja, soweit die offiziellen Sachen mit ein bisschen Hintergrund, warum und wie man hier in Thailand den Vatertag begeht. Sicherlich ganz anders, als wenn man das vielleicht von Europa gewohnt ist, wo denn doch vielleicht die Tradition darin besteht, dass man mit einem Bollerwagen voller Bier durch die Gegend zieht. Das kriegen wir hier in Thailand nicht hin. Zumindest habe ich hier in Pattaya nichts gesehen davon. Vielleicht waren wir aber auch nur an den falschen Orten. Wie am Anfang des Videos schon gesagt, typisch für unsere kleine Familie hier, mit sehr, sehr gutem Essen hier, gütlich getan.
um halt auch ja in so einem freien Tag mal ein bisschen Zeit miteinander zu verbringen, nicht nur die Arbeit im Vordergrund zu haben, sondern einfach auch mal ein bisschen zu relaxen, ein bisschen auszuspannen, sich Dinge anzuschauen, die man zwar immer wieder kennt, aber auch gerade hier rauszufahren zu einem etwas besseren Kaffee, wo es mal Dinge gibt, die Maud unheimlich liebt. Damit kann man ihr auch an einem Vatertag sehr, sehr viel Freude machen. Wie man hier rauskommt, habe ich euch am Anfang des Videos ein bisschen eingeblendet. Ansonsten, jeder Taxifahrer kennt den Weg oder ansonsten halt über die gängigen Apps. Wenn man selber fahren möchte, wäre es anzuraten, wegen der Schnellstraßen lieber das Auto zu benutzen statt ein Moped. Und dann kann man hier draußen einen ganz entspannten Tag verbringen. Links und rechts von dem Papun-Restaurant gibt es ja hier noch jede Menge andere Erlebnisgastronomie, Erlebniscafés. Also wenn das eine nicht reicht, dann kann man gerne noch links und rechts hier weiter schlemmen und sich ordentlich verwöhnen lassen. Vielleicht dann auch entsprechend schon von den Kindern, die dann die Rechnung übernehmen oder so. Wäre ja auch eine Möglichkeit, weil ich denke, es gibt ja sicherlich unter unseren Zuschauern auch hier den ein oder anderen Vater, wo dann die thailändischen Kinder hier auch ein bisschen ihre Wertschätzung zeigen könnten. Ja, auch mehr gibt's zu diesem Video heute, denke ich mal, nicht zu sagen. Wenn ihr noch Ergänzungen und Anregungen zum Thema Vatertag habt, schreibt die uns gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten bleibt bei dem alten und selben Aufruf wie immer. Kanal abonnieren nicht vergessen. Gerne das Video liken und teilen mit allen Menschen, die vielleicht auch was zum Thema Vatertag erfahren wollen. Damit sage ich danke für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Video auf diesem Kanal.